war einmal vor langer Zeit ein kleiner Weakling-Praktikant namens Tommy. Eines Tages fuhr Tommy 1 Stunde und 15 Minuten lang Krankenwagenmissionen. Doch als er diese beendet hatte, stellte er fest, dass das Video leider defekt war. 7 Tage musste Tommy weinen. Doch als die 7 Tage vorüber waren, beschloss er, einfach die aufgenommene Audiodatei zu veröffentlichen, um zu beweisen, dass er die Krankenwagenmissionen abgeschlossen hat. So konnte er schließlich auch weiterspielen und zu Teil 78 übergehen. Und wenn er nicht gestorben ist, so spielt er auch noch heute. Yo und herzlich willkommen zu Teil 77 des Let's Plays GTA San Andreas mit Weakling-Praktikant Tommy. Ja, und nachdem Teil 76 schon eher deprimierend verlief, denn letztendlich wurden wir einfach nur 2-mal total zerschossen, aber sowas von. Ja, danach ging es genauso weiter. Ich habe dann nämlich schon mal versucht, Teil 77 zu drehen. Ohne Erfolg. Aber sowas von gar nicht, dass es leider unzeigbar ist. Folgendes habe ich mir gedacht. Wir wurden so zerschossen, dass wir uns irgendwie grundsätzlich mal ein bisschen aufpeppen müssen. Und da dachte ich, fährst du doch mal die Krankenwagenmission. Denn da bekommt man ja, glaube ich, als Belohnung Leben dazu. Außerdem haben wir das eh schon mal probiert und sind gescheitert und wollten das nochmal machen. Ja, Katastrophe. Ich habe unter anderem versucht, die Sirene anzumachen. Hat auch geklappt. Das soll ja dann den Effekt haben, dass die anderen Fahrzeuge einem etwas wohlgesonnener sind und halt schon mal stehen bleiben und so. Ist ja auch alles schön und gut, aber man kann die Sirene nicht mehr abschalten. Zumindest funktioniert es bei mir nicht. Vielleicht ist es auch ein Bug, ich weiß es nicht. Es war die absolute Katastrophe. Ich konnte nicht mit Sirene fahren, weiß ich nicht wie lang. Deshalb Neustart. Neustart mit frischer Energie, probieren wir es. Ja. Ist eigentlich traurig. Ich hasse das echt hier, solche Sachen immer wieder von vorne zu beginnen. Aber ich kann es jetzt nicht ändern. Und es ist eigentlich auch schade, dass wir es jetzt ohne Sirene probieren müssen. Aber mit Sirene zu probieren ist eigentlich noch schlimmer. Deutlich schlimmer. Ja, es gibt natürlich auch noch diese ganzen anderen Tipps hier, Türen abschlagen und was weiß ich was alles. Aber das lasse ich jetzt drauf ankommen. Also ich hoffe einfach mal, dass es daran nicht scheitern wird. Kann natürlich passieren, aber hoffen wir mal, dass es nicht so ist. Immer ätzend, eine Mission dann nochmal zu spielen. Jetzt weiß ich noch weniger, was ich erzählen soll als sonst. Denn ich habe ja eben schon alles erzählt. Es hört nur keiner. Niemand hört mir zu. Ich bin so allein. Wenn ich mich wenigstens mit meinen Patienten unterhalten könnte. Oh, hier war noch frei.
Plus 17 Sekunden. Bin mir auch ehrlich gesagt gar nicht so sicher, ob hier dieses Krankenhaus so optimal ist, an dem ich jetzt hier die Missionen fahre. Da gibt's mit Sicherheit bessere Locations. Aber das ist jetzt halt einfach das naheliegendste Krankenhaus. Oder nächstgelegene. Naja, jedenfalls bin ich jetzt unterwegs. Sollte jetzt nochmal alles schief gehen, werde ich mal ein anderes ausprobieren. Auf jeden Fall eben auch ein paar hervorragende Unfälle gebaut. Da würde ich fast behaupten, das läuft bisher jetzt ein bisschen besser. Heißt aber natürlich alles gar nichts. Denn was nicht ist, kann ja noch werden. Ups. Das war ja zumindest schon mal ein kleiner Unfall. Irgendwie habe ich auch ein bisschen das Gefühl, die Zeit bleibt immer knapp hier. Man bewegt sich immer in so einem ähnlichen Bereich. Das war schon fast ein bisschen bedenklich. Das war auch fast ein bisschen bedenklich. Aber ist ja gut gegangen. Ja, auf jeden Fall verteilen sich die Leute ja leider mit steigender Levelzahl auch immer weiter hier durch die Stadt. Das ist schon ein bisschen doof, muss ich sagen. Ja. Was man sagt, das ist man selber. Uiuiui, okay, Glück gehabt. Sowas kann ganz schnell ins Auge gehen. So, das sieht mir hier gerade alles so durch. Okay, da. Ja, nicht durcheinander, aber. Boah, sind die bescheiden verteilt, ey. Das kann echt nicht wahr sein. Dann versuche ich den und den jetzt noch zu holen. Aber das hier zum Beispiel ist schon wieder ein Punkt. Airport. Der ist auf dem Airport-Gelände, oder? Ja. Ich sehe ein Scheitern auf mich zukommen. Ich sehe ein Scheitern in dieser Mission auf mich zukommen. Guckt euch das an hier. Hey!
an welchen Orten die rumhängen. Stehst du auf? Ich meine, okay, die Zeitboni, die wir kriegen, sind ordentlich, aber wie soll ich... Ah, warte mal, steht der da? Ja, ich glaube, der steht da. Okay, alles klar, dann nehme ich alles zurück, den können wir holen. Oh. Den können wir doch holen, tatsächlich. Nein. Boah. Puh. You almost ran me over. Ich schaue wieder auf die Karte. Da ist klar. Der andere da. Okay. Okay, okay. Das könnte irgendwie noch hinhauen. Vorausgesetzt, wenn wir da den dritten Fahrgastpatienten für jetzt gleich, vorausgesetzt, wir finden den. Das sieht mir nämlich irgendwie auch wieder nach einer üblen Stelle aus. Aber ich meine, okay, habe ich beim Flughafen auch gedacht und das ging ganz gut. Was ist das hier überhaupt für ein Ding? Dieses Gebäude. Ja. Nee, ne? Okay. Okay. Nee, die wollen mich verarschen. Der ist nicht... Ah, hier kann ich hochfahren. Oh Gott. Ach, das Stadion ist das. Ganz einfach. Ja, genau, Taxigäste in Vice City am Stadion, das war auch immer nett. Okay, aber ja, finde ich auch, finde ich nicht cool hier. Muss ich schon sagen. Ist eine ziemlich bescheidene Location, um Patienten aufzusammeln. Hier geht's jetzt gar nicht weiter, ne? Ach, fuck you. Fuck you, San Andreas, GTA-Spiel. Entschuldigung, vielleicht piepst sich das raus. Ja, es ist auf jeden Fall die schöne... Das schöne... Zeitpolster, das wir uns rausgefahren haben, ist jetzt nämlich schon wieder komplett dahin. Ganz im Gegenteil, es ist sogar nach unten gegangen mit der zur Verfügung stehenden Zeit. Das ist echt nicht schön. Das ist mal ganz nett. Jetzt gucke ich einmal gerade auf die Karte. Wie kommen wir am besten an den da dran?
So wahrscheinlich, würde ich sagen. Ja, hub doch. Nee. Das ist dieser Weg hier. Nee, also eine andere Krankenhaus-Location wäre bestimmt besser gewesen. Aber egal. Egal, wir müssen da durch. Jetzt sehe ich gerade schockierenderweise, da ist ja einer irgendwie da hinten auf einer anderen Ebene noch. Das finde ich ganz hervorragend. Unten, das heißt, der steht da unten am Highway wahrscheinlich, ne? Muss ja. Spannend, spannend. Ei, war das kein Polizist? Ich dachte, das war ein Polizist. Ah ne, der steht da oben. Oh, okay, dann ist alles gut. Da will ich mich nicht beschweren. Ah ne, da war schon ein Patient, oder? Ja. Okay. Einer noch. Fahrerskills, sehr gut. Nee, stopp. Lieber auf die Karte gucken. Da ist der. Ja. Okay, ja, doch, können wir so machen. Das können wir so machen. Was mir jetzt gerade mal auffällt, wenn ich auf die Karte gucke, wird doch hoffentlich die Zeit pausiert oder läuft die weiter? Boah, das kann sein, dass die weiterläuft. Ich bin mir nicht sicher. Ich will es auch jetzt eigentlich nicht ausprobieren. Nee, eigentlich... Nein, das pausiert doch, wenn ich auf Escape drücke, oder? Das wäre ja die Hölle, wenn das nicht der Fall ist. Nee, ich probiere es jetzt nicht aus. Wir haben zu wenig Polster. Zu wenig Polster, um das auszuprobieren. This is crazy, man. What's the matter with you? Okay. Ich meine, was man auf jeden Fall schon feststellen kann, ist, geldmäßig lohnt sich das. Oh, da ist wieder einer beim Airport. Wo sind... Was? Ist da einer? Sehe ich das richtig? Hier sind drei. Ach du Scheiße. Da unten ist tatsächlich auch einer. Okay, pass auf, dann mache ich jetzt vielleicht... Hier... Hier, hier.
Bin ich mal gespannt, ob das zeitlich hinkommt. Aber das ist das Einzige, was Sinn macht, die drei in einer Tour abzuholen. Boah, da will ich aber gleich bitte plus 5 Minuten Zeit für kriegen oder so. Fuck. Ah, so rum kommen wir gar nicht rüber. Okay. Gut, dass ich noch mal drauf geguckt habe. Oh, das war auch wieder saugefährlich, denn das war ein Polizist. Das hätte uns locker einen Stern einbringen können. Den möchte ich im Moment eigentlich nicht haben. Ja, Leute, es muss hier irgendwie weitergehen. Mann. Pass doch mal ein bisschen auf. Ich fahre hier einen Krankenwagen. Ist nicht so schön hier, muss man echt sagen. Ziemlich fies. Also wie man hier so fahren muss. Stopp, ich muss auf die Karte gucken. Ne, noch eins weiter quasi. Also das hätte gerne was mehr Zeitbonus einbringen dürfen. Das war jetzt echt mal eine ziemliche Tour, die wir da fahren mussten. Vor allen Dingen hat die Tour unseren Wagen ziemlich demoliert. Das ist vielleicht noch das Übelste. Könnte sich auf jeden Fall im Nachhinein noch als das Übelste erweisen, halt je nachdem, wie es weitergeht. So, die bringen wir jetzt erstmal zurück, weil die anderen drei waren, glaube ich, ziemlich nah beieinander. So alle jeweils in einer Parallelstraße. Gerade gucken, ich muss schon rüber, ne? Ja. Eieiei. War das nicht wieder ein Polizist? Also, entweder irre ich mich da die ganze Zeit oder ich habe echt verdammt großes Glück in der Beziehung. Over you,
Mist, natürlich da drüben. Ah, ziemlich suboptimal. Ziemlich suboptimal das Ganze. Ätzend. Immer ätzend hier so einzelne Patienten, kein anderer in der Nähe. Müsste ich auch glatt mal jetzt auf die Karte gucken, wie wir am besten weiterfahren. Da ist noch einer, wenn ich das richtig sehe. Ah, da unten auch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, ich denke, fast hier unten macht mehr Sinn, den zu holen. Oh, aua, 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 aua. Das tut echt weh. Das tut echt weh. Der ist auch noch relativ einsam da. Und eigentlich, wir haben Level 9. Da macht es wenig Sinn, mit 2 zurückzufahren, aber... Boah. Ist das eine bescheidene Verteilung. Ist das eine bescheidene Verteilung? Jetzt muss ich doch noch mal gerade gucken. Wie fahren wir da am besten? Ja, können wir im Prinzip auch hier so weiterfahren. Mann, Leute. So, ich hoffe, dass das hier so stimmt. Weil ich meine, hier könnten wir jetzt im Prinzip einfach runterfahren. Ah. Oh Gott, das ist fürchterlich. Das ist fürchterlich. So. Wo ist denn jetzt hier der tolle Patient? Da oben. Du weißt schon, dass du dir hier die bescheidenste Position überhaupt ausgesucht hast, ne? Weißt du schon. Hätte ich eigentlich hier stehen lassen sollen. Okay, hier kommen wir auf eine Straße und können dann im Prinzip hier rüberfahren. Ah, okay, dann holen wir hier noch einen ab. Ja, da sind E4. Okay, dann macht das auch Sinn. Dann macht das letztendlich doch irgendwie Sinn. Aber ich frage mich schon wieder, ob das zeitmäßig irgendwie noch hinkommen kann. Geradeaus, rechts, badam. Oh, Minimap geguckt. Vermaledeit. Vermaledeit. Es ist nicht gut. Es ist wirklich nicht gut. Was hier jetzt abgeht, ist nicht gut. Zeit wird ultra knapp gerade.
Ganz, ganz, ganz schlechte Tour. Nee. War das nicht auch ein Polizist? Wahrscheinlich nicht. Okay. Also das war ganz, ganz dringend nötig. Da. Also erstmal so hoch irgendwie. Ah, die gehen mir auf den Zeiger hier. Ich meine, war jetzt auch eigentlich dämlich gefahren, muss man sagen, aber trotzdem gehen die mir auch extrem auf den Zeiger. Karte gucken. Da. Irgendwie so. Nein, so geht's, glaube ich, nicht. Das wird nicht funktionieren. Nochmal gucken, den können wir jetzt wie abholen am besten? Ja, okay, ich fahre jetzt einmal rum, ja. Gegen den Verkehr fahren ist ja auch kein großer Spaß. Das ist jetzt gar nicht schlecht, weil wir hier einfach geradeaus durchzischen können. Aber ich mache mir echt ein bisschen Sorgen um den Zustand des Krankenwagens. Ich überlege gerade, ich habe da irgendwas im Hinterkopf, dass der, glaube ich, mit jeder Lieferung von Patienten, glaube ich, ein bisschen repariert wird automatisch. Das wäre natürlich ein Traum, wenn das stimmt. Aber sicher bin ich mir da jetzt nicht. Jetzt müssen wir eigentlich drehen. Oh, Zeit. Gar nicht mal so gut. Hatte ich gehofft, dass das besser aussieht. Müssen wir, glaube ich, hier komplett runter, ne? 1, 2, 3. Aber die sind einigermaßen günstig verteilt, würde ich sagen. Wenn ich das richtig sehe, muss ich da im Prinzip nur in Anführungszeichen einmal umfahren. Muss ich nur gucken, dass die dritte links. Erste. Zweite. Dritte. Nee, noch eins weiter. Hier jetzt.
vermaledeit. Ich weiß gar nicht, ob es mehr als plus 45 Sekunden gibt. Also 45 Sekunden war auf jeden Fall das Höchste, das ich bis jetzt so gesehen habe an Zeitbonus. Oh, wir haben einen Stern. Nicht gut. Gar nicht gut. Okay, 3x45 Sekunden ist allerdings sehr gut. Da will ich nicht klagen. Ich hoffe nur... Ah ja, Stern sind wir los. Perfekt. Perfekt, perfekt. Und hier geht's links. Hört sich nicht gesund an, der Motor, finde ich. Ich habe keine Ahnung von Autos, also. So, ich guck auf die Karte. Oh Gott. Ey, es wird spannend. Es wird drei da unten. Drei da unten bei dem College. Okay, pass auf, dann sammle ich jetzt. Eins, zwei, drei ein. Dann die drei beim College. Hier sind nochmal drei und da ist noch ein Einzelner. Auch irgendwie dämlich. Ah, weiß es nicht. Oder 1, 2. Oder ich fahre als erstes da zu dem College runter. Ja, das mache ich, glaube ich. Das mache ich, glaube ich. Nein, niemals. Niemals würde ich das tun. So, die Herrschaften, wo finde ich sie denn? Jetzt auch alles plus 45 gegeben. Also ich denke, 45 ist auf jeden Fall der maximale Bonus, den man kriegen kann. Aber das finde ich auch vollkommen gerechtfertigt, dass wir den jetzt hier für die Fahrten bekommen. Das ist ja echt übel, übel hier. Mal schauen, hier geht's schon rechts eigentlich, ne? Ja. Da sind wir schon. Jetzt wahrscheinlich am besten, ah ne, da könnten wir auch lang fahren.
Genau, hier runter die Tour. 1, 2, 3. Okay, machen wir das. Dann machen wir das. Es ist ein Patient am Flughafen auf jeden Fall. Oh. Ja, der ist gar nicht am Flughafen diesmal. Oh, mit einem Stern. Schlecht. Ganz schlecht. Ganz, ganz schlecht. Den müssen wir wieder loswerden. Oh, ich hoffe. Ja, doch, kann man so machen. Kann man auf jeden Fall so machen. Und der Stern ist weg, das ist sehr gut. Oh, springt mir doch in den Weg. Ich hoffe, das macht Sinn, wie ich hier fahre. Das sieht mir fast gerade nicht danach aus. Nee, darum wäre besser gewesen. Deutlich besser. Deutlich, deutlich besser. Drehe ich jetzt noch? Ja. Ja, ich drehe noch. Ups. Eins, zwei, drei. Ja. Zack. Okay. Ich muss leider hier immer auf die Karte gucken, das geht nicht anders. Hier sind wir jetzt wieder bei dieser Tiefgaragensituation. Sieht irgendwie echt so aus, als könnte man da durchfahren, aber ich traue dem Braten nicht. Auch wenn es zeitmäßig gerade relativ gut aussieht, möchte das eigentlich nicht riskieren. Stopp, auf der Seite. Ja. Das kommt hin. Der letzte hier dann. Da unten. Okay. Okay. Ja. Fahren wir jetzt trotzdem einmal hier rum.
You hit me. Ja, ich weiß. Ich tendiere zur Geisterfahrt. Thanks, homie. Mann, Mann, Mann. So. Ich hoffe, es waren nur 12 Level, aber ich meine, es ist so. Ich meine, Krankenwagen wären 12 Level gewesen. Meine Lust, 15 Level zu fahren, hält sich auf jeden Fall ziemlich in Grenzen. Wie schön war das am Anfang, ey, mit den ersten drei Leveln. Okay, hier haben wir jetzt einmal direkt in der Nähe. Drei da oben könnten jetzt machen. Eins, zwei. Drei. Ja, das macht Sinn. Ja, fangen wir damit an. Oh Gott, steh auf. Tut mir leid. Hoi. Ich glaube, überfahren darf man seine Patienten auch nicht, dann ist die Geschichte nämlich vorbei. Könnte passieren. So. 1, 2, 3, ne, würde ich sagen. Das macht auf jeden Fall Sinn. Thank you.
muss ich doch mal gerade gucken. 1, 2, 3 macht eigentlich noch mehr Sinn. Ja. Da unten 1, 2, 3. Ja, okay. Alles klar, das ist besser. Polizist. Eieiei, und ein Verkehrsrowdy. Gute Kombination, gute Kombination. Stopp, jetzt muss ich noch mal gucken. Die drei waren auf der Seite hier. Aber ich kann so fahren. Ja, das macht sogar Sinn. Das macht sogar relativ viel Sinn. Ich will es ja nicht zu laut sagen, aber das ist mal eine Verteilung, mit der ich eigentlich ganz gut leben kann. Hier rum. Wo geht's denn da rechts jetzt rein? Ist das... Nee, da geht's nämlich gar nicht rein. Dann drehen wir doch wieder. Nein. Stay. Aber ich glaube fast, also ich bin mir nicht sicher und ich müsste es nochmal nachschauen, aber ich meine fast, wir hätten bei Vice City mehr Probleme mit der Zeit gehabt als hier. Aber da kann ich mich auch täuschen. Wow. Tut tut. Shit, move!
should be. Okay, dann halt so. Ach, ich werd hungrig, okay. Ja, ich steig sofort aus und gehe was essen. So, und jetzt nochmal nach der Verteilung schauen. Vielleicht zum letzten Mal. Aber das will ich eigentlich nicht zu laut sagen. Boah, schwierig. Boah. Das ist nicht ohne. Das ist echt nicht ohne. Eins, zwei, drei. Fangen wir mal mit denen an. Und dann. Eins, zwei, drei. Kann man auch machen. Okay. You know it. So, bitte, 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 letzter Durchgang. War denn jetzt der dritte, den wir machen wollten? Ah, der. Okay. So, die Tour war jetzt schon mal nicht schlecht, muss man sagen. Jetzt würde ich am liebsten im Anschluss da oben irgendwie was einsammeln. Tja. Eins, zwei. Drei. Ja. Das müssen wir mal so machen. Das müssen wir jetzt mal so machen. Das hätte nicht sein müssen. Oh.
kommen wir jetzt am besten da runter. Hier noch nicht. Aber hier können wir runterfahren. Das ist dann, glaube ich, beim Stadion. Das ist ja zeitmäßig, sieht es eigentlich gerade wirklich sehr gut aus. Vielleicht sollte ich einfach mal was vorsichtiger fahren. Ah, da kommt man auch rüber. Wenn ich das richtig sehe. Nee. Ist gar nicht so. So. Und dann fahren wir wieder hier rauf. Und hier rum. Das ist echt dämlich hier. Hier schon rüber? Ja. Ah. Also für die Fahrerskills lohnt sich das auf jeden Fall auch, diese Mission hier zu machen. Da haben wir jetzt wirklich schon einige Verbesserungen bekommen. Ich meine, dass man hier zwischendurch hungrig wird, kann ich gut verstehen. Wir fahren ja jetzt wahrscheinlich auch schon tagelang. Da habe ich jetzt gar nicht so drauf geachtet, aber es ist leider ein bisschen schwierig bis unmöglich, hier sich parallel noch ums Essen zu kümmern. Ey, jetzt geht's aber los hier mit Sabotage. Das kann echt nicht wahr sein. So, die drei wollte ich jetzt holen. Das ist ja eine schöne Verkehrssituation hier. So, das war auch eine gute Tour. Nur ich glaube jetzt die letzten drei, die sind glaube ich einigermaßen verstreut. Die müssen wir jetzt einfach noch aufsammeln und dann beten, dass es vorbei ist. Aber ich glaube, es muss dann auch vorbei sein. Unser Fett geht immer weiter runter. Also noch drei Level wäre ziemlich schmerzhaft. Okay, im Prinzip können wir jetzt... Im Prinzip können wir drehen. Und hier wieder runterfahren, also am Flughafen vorbei. Stay on the runway, Bozo. Swing, Bozo.
Ist er da auf dem Gelände? Ich glaub's nicht. Aber ich muss auf jeden Fall hier nach dem Level aufhören. Ich habe das Gefühl, dass das mit dem Fettverlust auch immer weiter zunimmt. Einmal gerade gucken, wie kommen wir darüber? So. Nee, stopp. Das ist falsch. Das ist falsch. Weiter? Nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das wäre so grandios gewesen. Guckt euch das an mit dem Fett. Übel. So, hier ist jemand. Und hier ist jemand. Oh, Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Boah, übel. Oh, Halleluja. Halleluja. Geil. Oh, und guckt euch den Lebensbalken an. Hammer. Hammergeil. Oh, das mit dem Fett macht mir echt Sorge, aber ich glaube fast, ich fahre jetzt einfach da zum Hotel und speichere. Und dann müssen wir auf jeden Fall, also ich muss daran denken, beim nächsten Mal direkt was essen zu gehen. Hallo? Ja, danke. Ja, wie gesagt, auf jeden Fall ganz, ganz schnell was essen gehen. Aber der Lebensbalken gefällt mir sehr gut so. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt und ich hoffe, dass wir damit jetzt auch die Wusi-Missionen schaffen. Das ist natürlich der Plan für die nächste Folge. Aber jetzt würde ich erstmal sagen, Dankeschön fürs Zuschauen. Bis bald in San Andreas, in Las Venturas. Macht's gut. Ciao.